Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch in der Akademie für menschliche Medizin. Die heutige Gesprächspartnerin muss ich eigentlich nicht mehr vorstellen, und zwar aus zwei Gründen. Einmal ist sie eine bekannte Buchautorin, die in Deutschland etwas für Furore gesorgt hat für ein bestimmtes Thema. Und zum Zweiten haben wir schon ein Spitzengespräch miteinander geführt und uns über dieses Buch seinerzeit unterhalten. Inzwischen ist einiges ins Land gegangen, insbesondere so eine komische Corona-Affäre, die alles auf den Kopf stellen möchte, aber hoffentlich nicht alles wird. Und wir nehmen das zum Anlass, die Inhalte oder einen Teil der Inhalte dieses Buches noch einmal anzusprechen und sagen, dass das Konsequenzen für uns selbst haben kann, dass wir aus diesen Informationen, die Ulrike dort damals zusammengetragen hat, Informationen für unseren Alltag nutzen können, um auch jetzt in dieser Corona-Affäre besser über die Runden zu kommen. Herzlich willkommen, Ulrike. Vielen Dank, Jörg. Ja, also das Thema ist, wie verhalte ich mich oder was kann ich tun, was kann ich selber tun, dass ich nicht nur da sitze und sage, Amok laufe und ich weiß, was ich machen kann, vor lauter Angst vergehe, sondern auch in dieser Situation gibt es Möglichkeiten. Wir müssen uns nur überlegen, welche Möglichkeiten haben wir. Und da muss man sagen, geht es nicht darum, irgendwas auszudenken, sondern, so habe ich jedenfalls Ulrike verstanden, es geht um Dinge, die wir alle mal gehabt haben, die wir nur so vergessen haben. Ulrike, fang mal an. Ja, also bei uns war ja im Prinzip der Auslöser, warum ich überhaupt mich mit Themen der Gesundheit auseinandergesetzt habe und dann auch dieses Buch geschrieben habe, die Frage, warum unser Kind so eine Zahnschmelzerkrankung entwickelt hatte. Das hatte ich ja das letzte Mal erzählt. Er hat diese Kreidezähne entwickelt, die halt mittlerweile 30% der Kinder haben. Und wir haben uns dann vor 3 Jahren mit dem System auseinandergesetzt. Was braucht der Körper? Was brauchen Kinder, um sich zu entwickeln? Was brauchen wir als Familie, um irgendwie zu Hause gesund zu sein? Und das natürlich auch schon weit vor Corona. Und dann haben wir festgestellt, dass die ganzen Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben für uns Menschen, was ja auch immer bei dir jetzt Thema ist in deinen unterschiedlichen Aktivitäten, nicht mehr mit dem übereinstimmen, was wir eigentlich brauchen. Und wir haben dann Stück für Stück, und das ist ein recht langer Zeitraum, also über jetzt 3 Jahre, und wir lernen auch immer noch dazu, ganz viele Prozesse zu Hause umgestellt und, wie du gerade gesagt hast, festgestellt, dass das, was wir jetzt machen, eigentlich das ist, was so deine Generation in der Kindheit richtig gemacht hat. Also wir sind wieder da, wo im Prinzip meine Großeltern vom Lebensrahmen oder auch so den Verhaltensweisen, ja, was die gemacht haben, sind wir da wieder angekommen, zu weiten Teilen. Also nicht alles, geht ja auch gar nicht mehr heute alles, aber viele Sachen haben wir umgestellt. Und wir haben festgestellt, dass jetzt in dieser Krise, die sich ja eigentlich um Gesundheit drehen sollte, die Corona-Krise, das aber gar nicht so tut, sondern das, was jetzt eingefordert wird, noch weniger mit Gesundheit zu tun hat, als was wir ja schon vorher gesehen haben, wir deutlich besser gewappnet sind, uns gegen diese Übergriffe des Staates und natürlich auch diesen Fehlinformationen zu wehren. Das so als Hintergrund. Ja. Also, ich denke, das ist insofern eine ganz interessante Botschaft. Ich verweise ja häufig auf die Evolution und die Gründe, warum wir eben krank werden. Nur in die Steinzeit zurück geht nicht mehr. Aber es reicht schon, wenn wir nur 50 Jahre zurückgehen, nämlich die Zeit nach dem Krieg. Da war es damals auch mehr als beschissen. Deutschland war kaputt am Boden, die Wirtschaft war kaputt und trotzdem waren die Menschen deutlich gesünder, als sie heute sind. Warum? Weil viele Einflussfaktoren, negative Einflussfaktoren nicht da waren und viele positive Dinge wie anständige Ernährung, wie die Bewegung, wie der Aufenthalt im Freien, die waren einfach da. Und wenn wir uns darauf zurückbesinnen, das ist eben keine 100.000 Jahre zurück, sondern mal 50, 60 Jahre, dann können wir doch einiges von dem wiederbeleben und in unser heutiges Leben integrieren. Und wir haben also im Prinzip genau diesen Bewusstseinsprozess durchlebt. Also wir haben uns die unterschiedlichen Teilbereiche angeguckt, die man als Mensch braucht. Und da ist halt Nahrung ein wichtiger Teil, Giftstoffe ist ein anderer wichtiger Teil, also die Abwesenheit von Giftstoffen, Bewegung natürlich, dass man sich auch in der Sonne aufhält, dass man nicht so eine hohe Strahlenbelastung hat und vielleicht auch nicht die ganze Zeit unter so einer Dauerstresssituation sitzt. Und wir sind die einzelnen Themenbereiche einfach dann recht systematisch durchgegangen. Wie gesagt, mit ganz wenig Wissen am Anfang. Wir haben beide, also ich und mein Mann, Vollzeit gearbeitet oder sehr viel gearbeitet. Wir haben eine Firma zusammen. Wir haben 2 kleine Kinder und entsprechend haben wir, wie viele Leute heute, das ist so im Prinzip bei 70% der Bürger ja der Fall, unsere Kinder auch fremd
betreuen lassen. Und Nahrung, Giftstoffe, Bewegung, Digitalisierung oder Strahlenbelastung war alles so Themen, die wir nicht richtig verstanden haben oder die Auswirkungen auf den Körper. Und ja, wir haben am Anfang tatsächlich mit Nahrung angefangen. Das heißt, wir haben uns einfach, oder ich jetzt im ersten Schritt, habe mich hingesetzt und geguckt, was braucht der Körper an Nahrung bzw. Nährstoffen. Da ist natürlich das ganze Feld der Mikronährstoffe, das was relevant ist, das kannte ich gar nicht. Das habe ich mir dann angeeignet und dann haben wir festgestellt, wir sind nämlich wieder da, wo, wie gesagt, deine Großeltern waren. Das, was der Körper braucht, sind natürliche Nahrungsmittel ohne Pestizide und sonst wie Zusatzstoffe aus der Nahrungsmittelindustrie und die im Prinzip frisch verarbeitet, gelegentlich mal fermentiert und einmal das ganze Spektrum durch die Hülsenfrüchte, Getreide, tierischen Produkte und zwar alles vom Tier, wenn man dann tierische Produkte essen will, Kräuter natürlich, Beeren und so weiter. Und das ist so das erste große Feld gewesen, was wir da angegangen sind. Und schon alleine mit dem Feld sieht man enorme Auswirkungen für die eigene Gesundheit und natürlich auch die der Kinder, die ja in dem wachsenden Prozess wahnsinnig viel von dieser sauberen Nahrung brauchen und immer weniger bekommen, weil in diesem Betreuungssystem, ob das jetzt Kitas sind oder Schule, ist das, was denen geboten wird, Katastrophe. Das kann man auch wirklich gar nicht mehr als Nahrung bezeichnen, in weiten Fällen. Einfach, weil wieder aus Kostengründen gespart wird und oben die Industrie zusieht, dass ihre Produkte dort abgesetzt werden. Ja, also ein riesen Problem, was lange Zeit für mich so ausgesehen hat, dass ich gesagt habe, da ist der Einzelne nicht schuldhaft hineingeraten, sondern die gesamte Gesellschaft hat sich so verändert. Und wer da nicht irgendwo aus einem ganz bestimmten Grund, so wie du mit der Erkrankung der Kinder, sind Kreidezähnen, die offiziell unbekannt sind, wie das funktioniert, die kann man auch nicht heilen und so, dass man dort dann doch die Möglichkeit hat, wenn man sich ein bisschen bemüht, wenn man ein bisschen Schlaues anfängt, doch Möglichkeiten hat, die Dinge anders zu gestalten. Und zwar ohne, dass man jetzt nur noch in Bettelgewand rumläuft oder ich weiß nicht, was tut. Und da wäre es natürlich hilfreich, wenn du die kleinen Tricks und Kniffs, auf die du gekommen bist, wenn die uns mit uns teilen würdest. Also das, was im ersten Schritt für uns ein total wichtiger Prozess war, war zu verstehen, dass das, was offiziell erklärt wird, einfach falsch ist. Das kann man gar nicht anders sagen. Also das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung verbreitet oder auch das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung und die unterschiedlichen Körperschaften, ist einfach schlichtweg falsch. Das ist nicht orientiert an den Mikronährstoffen und Gesundheit, die wir ja wissenschaftlich sehr gut belegt haben als Studienlage, sondern wirklich an Absatzmärkten der Großindustrie. Also da sind ganz viele dafür, Nestlé oder Danone oder auch jetzt hier ein Tönnies auf dem Fleischmarkt, die haben über Jahrzehnte Einfluss auf die Politik und auch diese wissenschaftlichen Körperschaften oder semi-wissenschaftlichen Körperschaften genommen, um deren Produktwelten und fehlerhaften Informationen reinzudrücken. Das heißt, also es war für uns ein ganz wichtiger Prozess, festzustellen, dass das, was wir gelernt haben, also auch ich als Mutter, nicht zu Gesundheit führt, sodass ich das ablehnen konnte. Weil ich war vorher immer in diesem Konflikt, dass ich gedacht habe, ah ja, so ein bisschen die NIM5 ist ja das, was zum Beispiel propagiert wird, also mal ein bisschen Erbsen und mal vielleicht einen Apfel oder eine Banane und mein Kind ist super versorgt. Das stimmt nicht. Das wird auch nie zu Gesundheit führen. Das wird im Zweifelsfall vielleicht nicht zu einem totalen Ausfall sofort führen. Aber langfristig bin ich mit den Empfehlungen der Regierung nicht gewappnet. Also das ist das. Die erste Ebene für uns wirklich zu erkennen, da ist eine systematische Fehlinformation aufgrund von Kapitalinteressen am Gange, sodass ich mich davon lösen konnte. Und dann konnte ich mich dem öffnen, was jetzt zum Beispiel bei dir und auch bei vielen tatsächlichen Ernährungsexperten, die meistens nicht in großen Universitäten oder großen Forschungseinrichtungen hängen, erklärt wird und gar nicht neu ist. Ja, also muss man halt auch wirklich sagen, also wenn man sich so einen Weston Price anguckt, wir wissen im Prinzip seit den 30ern, wie grundsätzlich gesunde Ernährung geht. Ja, unsere Großeltern wussten das auch ohne Studienlage. Also man braucht auch eigentlich tatsächlich gar nicht so viel Studien, man braucht ein bisschen, naja, Basismenschenverstand und eine Beobachtungsfähigkeit für den eigenen Körper, die wir vielleicht auch nicht so gut hatten, muss ich auch ehrlich dabei sagen. Ja, es ist heute schwieriger, nicht nur die Fehlinformationen, die wir laufen bekommen. Wir werden also brainwashed. Jeden Tag, wenn man vor der Glotze sitzt, wird man brainwashed. Mein Fernsehapparat hängt an der Wand und ist nicht mehr angeschaltet. Ich schaue kein Fernsehen mehr. Ich kann mich nicht beeinflussen. Aber das Problem ist, dass natürlich auch die gesamte Umfeld der Nahrung verändert worden ist. Wenn ich heute mit meinem Waggeli in
in ein Einkaufszentrum fahre und dort ist 70% weiterverarbeitete Nahrung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit 70% Industriemüll wieder rauskomme, extrem hoch. Und das ist das große Problem. Und dann noch einmal die konkrete Frage, was können wir jetzt anstellen, um nicht nur von Industriemüll zu leben? Also wir haben genau das auch festgestellt. Also wir haben dann einfach mal bewusst im Supermarkt geguckt und festgestellt, da ist wirklich nicht viel Essbares für Menschen. Ja, da ist viel verpackt, was wunderschön aussieht und auch gar nicht so günstig ist. Aber wie gesagt, Nahrung für Menschen, adäquate ist es auf jeden Fall nicht. Und wir haben wirklich alle unsere Nahrungsmittel wieder auf Grundnahrungsmittel runtergezogen. Also bei uns gibt es morgens eine große Schüssel Porridge. Das ist so das englische Wort für die klassische Hafergrütze, die bei meiner Oma serviert wurde. Das essen unsere Kinder erstmal morgens 2, 3 Schüsseln. Wir essen das auch. Da kommen da rein Rosinen oder Nüsse oder Leinsamen. Und das Ganze kochen wir auch mit Milch. Gelegentlich im Sommer essen wir Müsli, praktisch aus den gleichen Zutaten, halt nicht aufgekocht. Das ist so unsere Frühstücksvariante. Vorher haben wir gegessen ein Marmeladenbrot, ja, oder vielleicht auch mal Nutella-Brot oder vielleicht Cornflakes. Ja. Also das sieht in der Differenz gar nicht so viel aus. Aber wenn man sich dann, wie gesagt, die Mikronährstoffe anguckt und auch die Pestizide oder Zusatzstoffbelastung dieser zwei Varianten alleine, dann stellt man fest, der klassische und auch sehr günstige Porridge ist super nahrhaft, ja, schmeckt unseren Kindern grandios, davon essen die eigentlich am liebsten den ganzen Tag, wenn sie dürften, aber wie gesagt, ist die Frühstücksmahlzeit und es ist auch noch sehr kostengünstig, muss man auch sagen. Wir kaufen im Prinzip unseren Hafer in Großgebinden, also 25 Kilo Säcken und wir lagern die unten im Keller. Wir haben so eine Haferquetsche uns gekauft, damit machen wir das morgens einmal frisch. Und das hält, so ein Hafer hält 3 Jahre. Also wenn der Krieg jetzt ausbrechen sollte, sind wir zumindest mal getreidetechnisch mit Grundnahrungsmitteln versorgt. Und das kostet auch. Also wenn man alleine auch wieder die Preisebene anguckt, das ist ja auch immer das Argument, dass man ja gar nicht gesund günstig leben kann. Und das stimmt nicht. Also ein Kilo Hafer kostet, selbst wenn es ein Demeter-Hafer ist, um die 2,50 Euro. Und ein Kilo Cornflakes oder Smacks oder was auch sonst Nestlé und Co. uns anbieten, kostet auf dem Kilopreis hochgerechnet 9 Euro. Also das ist ein wirklicher Beschiss in diesen Großpaketen von Nestlé. Da ist ja dann auch nochmal 60% oder 50% Zucker drin oder sonst ein Weizen, der wirklich billigstes Nahrungsmittel ist in der Produktion. Aber deren Marge ist halt das, was die ziehen, damit sie dann praktisch zu einem Konzern von 80 Milliarden Euro Umsatz gewachsen sind. Also kleine historische Einblendung. Frühstück ist ja immer schon ein Thema gewesen. Und das Thema wurde vor rund 100 Jahren in 2 Ländern, also nicht nur im angloamerikanischen Bereich mit dem Porridge, sondern auch in der Schweiz konkretisiert. In der Schweiz war es ein Kollege Bircher, der das Bircher Müsli erfunden hat. Ja. Auch die gequetschten Flocken, man muss also kein Porridge essen, man kann auch Bircher Müsli essen, da ist ein bisschen Apfel mit drin und so weiter und so fort. Was dort aber läuft, ist, glaube ich, dass sie das am Abend vorher einweichen. Und ich denke mal, dass das eine wichtige Botschaft ist, die wir zum Teil vergessen und dass wir dadurch eher Unverträglichkeiten bekommen von den Körnerprodukten. Das Gleiche gilt für die modernen, ach so gesunden Körnerbrote, wo der Bäcker die Körner in die Maschine schmeißt und dann entsprechend eine Stunde später das Brot rauskommt. Früher hat man das Korn gemahlen und dann 3 Tage lang einen Sauerteig gehen lassen. Und die sogenannten Fress- oder Fraßschutzfaktoren da drin, die wurden dann durch die entsprechenden kleinen Tierchen, die Helferchen da drin, wurden die abgebaut, fermentiert. Und wenn man heute eben die Körner pur futtert, dann kriegt man unter Umständen Leaky Gut. Hast du Informationen, was der Porridge mit dem Leaky Gut macht? Also das Aufkochen scheint es auch aufzubrechen. Das ist besser verträglich als das frische Korn gemahlen zu essen. Das stimmt. Das habe ich mir auch angelesen. Die Fermentierung beziehungsweise ob es jetzt ein Bilchermüsli ist oder auch eine Fermentierung mit anderen Nahrungsmitteln, macht generell die Aufschlüsselung der Nährstoffe, also ob das ein Magnesium ist oder ein Kalium, deutlich besser für den Darm. Insofern die Ausbeute höher und auch einfach, ich weiß nicht, das Getreide wird irgendwie besser aufgeschlüsselt, sprich das Gluten ist verträglicher. Also das stimmt, das machen wir auch. Also wir machen mittlerweile auch eine Mischung aus Sauerteig oder Hefe. Sauerteig immer dann, wenn er mir gerade nicht eingeht. Mein Mann macht im Moment das Brotbacken und er hat den letzten Sauerteig getötet. Na gut, das passiert.
Das passiert, ja, da muss man eben wieder ansetzen. Im Sommer ist das nicht ganz einfach. Das haben wir probiert, der ist uns gekippt. Also es ist auch ein wirklich großes Lernfeld für uns gewesen in den letzten Jahren, weil wir davon ja gar keine Ahnung hatten. Aber ja, du hast recht. Also das Fermentieren generell ist ein wichtiger Prozess. Es ist ja auch ein ganz altertümlicher Prozess, auch in der Nahrungsmittelkonservierung. Also man konserviert über Abkochen, Gefrieren, Fermentieren oder über die Zusatzstoffe Salz, Zucker, Alkohol. Das sind so die Klassiker, mit denen man Nahrung haltbar gemacht hat. Die letzten drei sind immer ein Eingriff in die Darmflora, die ersten drei nicht. Also Gefrieren, Erhitzen oder Fermentieren sind die deutlich besseren haltbar macht Methoden für Nahrung, die wir deutlich mehr jetzt nutzen als die letzten drei. Also Salz, Zucker und Alkohol sind bei uns weitgehend verschwunden. War auch nicht so richtig der Fall. Ja, also das wäre der Beginn mit dem relativ, dann doch relativ einfachen Müsli, mit dem man in die Runden kommt. Wobei ich natürlich nachvollziehen kann, ich habe das ja auch erlebt, als ich bei dir war, dass die Kinder dieses Müsli also gerne schaufeln. Allerdings muss man sagen, dann landet dann auch gerne mal ein oder zwei Hände voll Rosinen, Kinderhände voll Rosinen da drin. Und die haben natürlich auch Zucker. Aber es ist auf die Gesamtmenge gerechnet relativ wenig, deutlich weniger als bei Herrn Kellogg da drin ist. Und vor allen Dingen in den Rosinen, das sind geballte Mikronährstoffbomben. Das sind konzentrierte Früchte, wo die gesamten Mikronährstoffe noch drin sind. Ob das Rosinen sind oder die Backpflaumen sind oder. Das heißt also, auf der einen Seite haben sie Zucker, sie haben auch Fruchtzucker, auch da muss man dran denken. Aber auf der anderen Seite sind es wirklich konservierte, dauerhaft zur Verfügung stehende Mikronährstoffquellen. Genau. Also unsere Kinder essen tatsächlich Fruchtzucker, sprich Trockenobst, primär beim Frühstück. Da essen sie wirklich auch tatsächlich eine Handvoll Rosinen rein in den Porridge. Aber wie du sagst, da sind halt viele Zusatzstoffe bzw. Mikronährstoffe drin und das hält die auch gut einfach über den Vormittag durch. Also unser Sohn, der isst morgens 2 oder 3 Schüsseln von diesem Porridge. Der ist halt ein recht extrem drahtiges Gestell. Der hat wahnsinnig viel Kraft und der läuft mit diesen 2, 3 Schüsseln einfach bis mittags um 1 durch. Dann gibt es in der Frühstücksdose dann noch ein bisschen Apfel und noch eine Scheibe Brot. Dann machen wir da meistens Nussbutter oder auch mal eine Scheibe Salami vom Biobauernhof drauf. Und ansonsten ist da vielleicht noch ein bisschen Banane und Nüsse dran. Das ist deren Frühstück für die Schule. Und dann sind wir schon beim Mittagessen angekommen. Also jetzt mal vielleicht kurz. Niemand braucht also in der Pause die Frühstücksschnitte, die gesunde Frühstücksschnitte. Sie ist unnötig, wenn man sich richtig frühstückmäßig ernährt hat. Ja. Hat man aber natürlich zuckerhaltigen Cornflakes sich reingeschoben oder das Marmeladenbrot, dann fällt einem nach spätestens 2 Stunden der Magen aus dem Gesicht, weil man die in der Zuckersenke drin ist und dann hat man existenzielle Not, wo kriege ich mein Zucker her? Also wenn man das Richtige isst, kommt man auch über 3, 4, 5, 6 Stunden auch als Kind locker hinweg. Das stellen wir auch tatsächlich fest. Also die kriegen immer eine Frühstücksdose mit, aber es ist auch ganz oft so, dass sie die gar nicht essen. Und wir essen erst um 2:30 Mittag und die Kinder essen morgens um 7:30 ihr Frühstück. Also das ist die Zeitspanne, die die ohne überhaupt irgendeine Nahrung auch wirklich selbst bestimmt sauber aushalten. Und das ist auch nicht so, dass die wirklich wahnsinnig hungrig sind, wenn sie nach Hause kommen. Aber die haben, wie gesagt, morgens ihre 2 oder auch manchmal 3 Schüsseln Haferintus. Und damit laufen die super durch. Kommt noch etwas dazu. Das ist ja eine Unsitte, die DGE verbreitet hat, diese 5 Mahlzeiten am Tag, die ich von meiner Mutter, die wirklich eine liebevolle Frau war, aber die hat halt DGE gelernt nach dem Krieg. Und ich durfte morgens nicht ohne ein Frühstücksbrot aus dem Haus gehen und hatte mein Schulbrot immer dabei. Und ich habe immer Hunger gehabt. Heute wissen wir, dass wir diese Zwischenmahlzeiten eben nicht brauchen und dass sogar noch eine Nummer weiter, dass letztendlich Essen für den Körper Stress bedeutet. Der muss das nämlich weiterverarbeiten. Das ist nicht so, als ob das fluppt, die Kalorien wären überall da, wo sie gebraucht werden. Man muss das weiterverarbeiten. Ein hochkomplexer Prozess, der den Körper beschäftigt. Und wenn ich mir jetzt also laufend so ein Zeug da reinschiebe, dann ist mein Körper damit beschäftigt und nicht mit dem, was ich eigentlich tun sollte. Also für die Kinder genau das Gegenteil. Die können viel aufmerksamer in der Schule sein, wenn die einen gleichmäßigen Glukosespiegel haben, als wenn sie diesen Up and Down haben, dass sie zwischendrin vor Hunger aus dem Hemd springen.
Also das merken wir auch. Also unsere Kinder sind beide gut in der Schule, die können gut mitarbeiten, die sind mit der Konzentration super dabei. Das ist auch nachmittags so. Also die haben diese ganzen Konzentrationsprobleme, die wir vielleicht auch vorher ein bisschen hatten bei denen, wobei das auch schwierig ist, das zu vergleichen. Da waren die erst 2 und 5 oder knapp 3 und 5. Also das kann ich jetzt auf die Schule so nicht projizieren. Aber wie gesagt, das ist deutlich sichtbar, dass unsere Kinder, das ist auch das, was wir aus der Schule als Feedback bekommen, sauber, ohne Probleme, konzentriert die ganze Zeit mitarbeiten. Und das ist nicht bei allen Kindern mehr der Fall. Also das ist ja diese psychosomatischen Störungen, die sehen wir halt auf vielen Ebenen. Konzentrationsstörung ist halt eine von diesen Dimensionen. Die haben unsere nicht. Super. Ja. So, auf zum Mittagessen. Zum Mittagessen, also es ist so, wir haben ursprünglich unseren Sohn angemeldet gehabt für die Ganztagsschule. Das ist ja auch das, was politisch gewollt ist und versucht wird, über die gesamte Bundesrepublik mit 70% und mehr der Kinder rauszurollen. Wir haben dann halt kurz vorher, also ein Dreivierteljahr vorher, diese Zahnschmelzerkrankung diagnostiziert bekommen und dann festgestellt, dass ja wohl Nahrung doch ein deutlich wichtigerer Bestandteil ist und haben den Abgleich mit dem, was dort gegeben wird, gemacht und haben ihn dann wieder abgemeldet. Das heißt also, unsere Kinder sind beide nicht in einem Ganztag, sondern sie kommen mittags nach Hause. Das war für uns auch in unserem Arbeitsumfeld dann natürlich ein großer Schritt zu gucken, wie kriegen wir das denn logistisch hin, weil wir eigentlich darauf gar nicht eingestellt waren. Weil dieses ganze frühkindliche System ja auch Eltern dahingehend erzieht, dass sie gleich wieder in diese volle Arbeit reingehen und auch mittags gar nicht mehr gekocht wird, auch für uns nicht. Also wir haben da auch selber für uns sehr stark geschlampt. Und einfach dieser ganze familiäre Bereich der Mittagsversorgung rausgefallen ist. Das heißt, wir mussten uns wirklich auch als Familie oder als Paar hinsetzen und überlegen, wie machen wir denn das eigentlich? Wie können wir unseren Arbeitstag so gestalten? Und das geht natürlich in der Selbstständigkeit besser, als wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, dass unsere Kinder mittags betreut werden und zwar mit einem hochwertigen Essen. Also das war der erste große Schritt, ist, wie kriegen wir es denn überhaupt logistisch hin? Und der zweite war einfach mal wirklich ein Kochbuch wieder aufschlagen und sagen, was kochen wir denn eigentlich? Was jetzt nicht eine Nudel und Soße ist oder einfach ein Brot, das war so das, was wir primär gemacht haben. Also auch wirklich mal schnell improvisieren, was halt flott geht. Das haben wir halt alles nicht mehr gemacht. Und wir kochen jetzt ganz viel Eintöpfe. Das ist das, was gerade im Winter läuft. Also Suppen, Eintöpfe, also auch wieder die Klassiker. Und da kochen wir die meistens auch für 2 Tage. Also entweder am Vortag wird abends gekocht, dann gibt es das als Mittagsgericht die nächste Mahlzeit oder umgekehrt. Also somit ist der Kochaufwand auch gar nicht so groß. Und ansonsten essen wir, das habe ich auch in meinem Buch in dem letzten Kapitel geschrieben, also eine ganze Reihe von klassischen Gerichten, die es auch wieder bei uns in der Kindheit gab. Also man muss dazu sagen, mein Mann ist Brite mit indischen Wurzeln, also bei ihm gab es viel indisches Essen, das wird dann bei uns gekocht und bei mir in meiner Familie gab es ganz viel klassische deutsche Hausmannskost, also auch mal eine Boulette mit Gemüse und Salat und Kartoffeln und ich weiß nicht, ein Schnitzel oder halt ein Bohneneintopf oder was auch immer. Also die gesamte Bandbreite von dem, was meine Mutter früher gekocht hat. Und die konnte super kochen und die hat auch so eine Hauswirtschaftsausbildung gemacht über 2,5 Jahre und noch in den 50ern gelernt, wo die DGE noch nicht so viel Einfluss hatte, sondern auch eher noch die Mütter selber. Die hat das alles wirklich richtig gelernt. Das ist das, was wir überwiegend mittags kochen. Also wirklich einen Eintopf, eine Suppe, einen Salat und ganz selten so ein Komponentenessen. Das ist ja das, was die DGE propagiert. Also dass man einzelne Teile auf den Teller legt, die unterschiedlich in separaten Töpfen gekocht werden. Das ist vom Aufwand deutlich höher und das Ausbluten der einzelnen Nahrungsmittel ist auch deutlich höher. Es ist eigentlich schlechter für den Körper. Also wenn ich eine Kartoffel koche, dann blutet das Kalium in das Wasser aus und das kippe ich dann ja normalerweise in den Ausguss. Ich tue das mittlerweile auf die Blumen, weil ich ja weiß, die Blumen brauchen auch mein Kalium. Also habe ich da einen kleinen Recycle-Effekt, aber das ist dann nicht mehr für mich zugänglich. Insofern ist auch da das Verständnis größer, dass diese einzelnen Komponenten gar nicht so gut sind. Aber also wie gesagt, das ist das, was wir machen. Wir essen fast keine Nudeln mehr, also einfach auch, weil sie, wie gesagt, wieder einen Verarbeitungsgrad höher sind. Das ist ganz selten, dass wir die essen. Wir essen überwiegend Kartoffeln, auch wieder wie in meiner Kindheit. Die auch gerne als Kartoffelsalat am nächsten Tag. Da habe ich festgestellt, das ist besonders gut für die Verdauung, weil die Ketten der einzelnen Kristalle irgendwie sich anders bilden, wenn sie Kartoffel kalt ist, was wiederum ein Probiotika ist für die Mikroorganismen in meinem Darm. Präbiotika. Richtig, ja. Genau. Was du meinst, ist die resistente Stärke. Genau. Wirklich wieder ein kleiner Baustein. Wenn man die Kartoffeln kalt werden lässt, entsteht diese resistente Stärke von selber, also kein großes Hexenwerk. Und ich habe ein wertvolleres Nahrungsmittel, wenn ich diese Kartoffeln eben
in der Schale koche, dann habe ich Pellkartoffeln und es ist alles drin geblieben. Pellkartoffeln kann man sehr einfach zubereiten. Pellkartoffeln kann man im Kühlschrank tagelang aufheben. Man hat also immer dann etwas zur Verfügung. Die Kartoffeln kosten extrem wenig, wenn man es aufs Kilogramm umrechnet. Nur man sollte auch hier dann natürlich Bio-Kartoffeln kaufen, weil ansonsten die Kartoffeln, was ich nie verstanden habe, werden 7-mal im Jahr gespritzt. 7-mal wird gemacht, damit was da rauskommt. Unvorstellbar. Als Kind sind wir auf die Felder gegangen, haben die Kartoffelkäfer abgelesen. Das war das Einzige, was man gemacht hat. Ansonsten ist die Kartoffel gewachsen und sie war mindestens so gut und so lecker, wie sie heute ist, mit der ganzen Chemie. Also von daher, die gute alte Kartoffel hat oder ist unter den ganzen kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln ist sicherlich noch, da muss man sagen, die wertvollste, weil eben noch Kalium und so weiter und so fort da drin ist und über diese resistente Stärke der Anteil der Kohlenhydrate nicht so rasch verfügbar ist und dann eben nicht für diese Zuckerschwankungen dabei aufkommen. Ja. Das ist auch ganz lustig, wenn man sich ja die Kartoffel anguckt, die ja immer als Kohlenhydrat Teufelswerk praktisch propagiert wird, stellt man fest, dass das ganz unterschiedlich ist, wieder je nach Verarbeitungsgrad. Also ein Kartoffelpulver von Pfanny hat wahnsinnig viel Kohlenhydrate, aber die Kartoffel selber als Pellkartoffel hat es nicht. Die hat vergleichsweise Kohlenhydrate wie eine Karotte oder wie zum Beispiel also alle anderen Wurzelgemüse, auch eine rote Beete oder auch ein Kürbis. Insofern ist diese Kategorisierung der Kartoffel mit Nudeln zusammen und Weißbrot eine total auch wieder Fehlinformation, die über die DGE propagiert wird. Ja, und da kann man immer sich angucken, wann haben dann eigentlich welche Lobbygruppen wie auf die DGE eingewirkt, um diese Kategorisierung hinzubekommen. Und Kohlenhydrate war ja nach dem Krieg was Tolles. Ja, deswegen musste man die Kartoffel ja irgendwie als was ganz Tolles propagieren. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht den Beleg, aber das ist das, was ich mir daherleite, dass die Kartoffel in dem Zeitraum in das besonders Kohlenhydrat Kategorie reingerutscht ist, damit man der Bevölkerung verkauft, sie sollen besonders viele Kartoffeln essen. Die konnte man schon immer sehr gut industriell anbauen, also großflächig. Deswegen war die Kartoffel ein lukratives Nahrungsmittel in der Produktion und entsprechend wollte man natürlich den Absatzmarkt produzieren. Also wir zählen weder Kalorien noch sonst irgendwas. Wir gucken uns auch im Prinzip keine grundsätzlichen Tabellen oder sonst was an, sondern ich gehe wirklich nach Grundnahrungsmitteln, sehe zu, dass ich einen hohen Kräuteranteil rein tue und dass ein hoher Gewürzanteil reinkommt. Also wir haben wirklich unsere Gewürzschränke aufgebaut als substanzielles Werk, was wir jeden Tag irgendwie nutzen. Und da, ob das jetzt ein Kurkuma ist oder Fenchelsamen oder Koriandersamen oder Lorbeerblätter oder was auch immer. Also wir haben, ich glaube, 30, 40 unterschiedliche Kräuter und Gewürze bei uns alleine im Schrank, die jeden Tag auch wirklich reinkommen. Die kaufe ich auch in Großgebinden, dann sind sie auch nicht so teuer und die halten sich auch ewig. Also das kommt immer in unsere Mittags- und Abendsversorgung rein. Also da sehe ich auch zu, dass einfach dieses Element, was wir vorher gar nicht genutzt haben, einfach wirklich ein wichtiger Teil bei uns ist. Also ich denke, das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Wir wissen heute, wie wichtig die Mikronährstoffe sind. Früher ging es mehr um die Kalorien abzudecken, aber heute wissen wir, mehr als genug Kalorien, Mikronährstoffe brauchen wir. Und da kommt den Gewürzen und den Kräutern eben eine absolute Top-Position zu. Das sind Mikronährstoffbomben sozusagen, die man ins Essen reintun kann und dienen nicht nur der Geschmacksverbesserung. Viele von den Kräutern helfen bei der Verdauung und haben zusätzlich dann eben noch diese Mikronährstoffe. Das heißt, also auf ganz einfache Art und Weise kann ich ein simples Essen, selbst aus bodenständiger deutscher Produktion, kann ich aufbessern vom Geschmack her und auch nochmal von dem Mikronährstoffgehalt her. Und das ist, ich meine, das ist ja auch wieder eine Evolution ganz interessant, wenn man sich jetzt überlegt, dass Menschen ja eigentlich nur Wildpflanzen gegessen haben. Also bis zu dem Zeitpunkt, in dem wir praktisch sesshaft geworden sind, ist das ja die Speise gewesen. Und es gibt ja mittlerweile auch wieder Leute, die tatsächlich sich nur so ernähren. Die werden dann immer so ein bisschen belächelt. Aber wenn man sich alleine diese Menschen anguckt, da kann ich sagen, auch da bin ich noch Lichtjahre von so einer Optik entfernt. Ja, also das sind Drahtgestelle, die einfach vor Energie strotzen. Und was machen die? Die laufen durch den Wald und essen dann ein bisschen Brennnessel.
Esslöffeln und wilde Beeren und sonst was. Das kann man als, ich weiß nicht, abstrus betrachten und vielleicht nicht ganz lebenskonform. Und ich würde auch sagen, es passt jetzt nicht ganz zu uns, aber ich muss schon eingestehen, dass eigentlich so eine Art, sich zu ernähren und zu verhalten, dem Menschen physiologisch deutlich näher ist als das, was wir tun. Und wenn das meine Messlatte ist, dann kriege ich ein Gefühl dafür, wie weit ich eigentlich von dieser Messlatte noch entfernt bin. Also wie gesagt, auch mit allen unseren Umstellungen auf der Ernährungsseite weiß ich, da ist immer noch Spielraum nach oben. Also und wenn ich das jetzt vergleiche zu dem, was andere machen, dann sieht das aus, als wären wir irgendwie auf einem anderen Planeten. Es gibt viele Planeten in dem Universum, in dem wir leben, habe ich festgestellt. Aber, und das ist das, was mir vor vielen Jahren schon aufgegangen ist, und ich habe dann den Begriff genutzt, nicht geprägt, sondern genutzt, dass wir ein artgerechtes Essen brauchen, eine artgerechte Umgebung. Und dann hat man mir damals die Keule, die NS-Keule aus dem Sack geholt und gesagt, artgerecht, lass da mal lieber die Finger davon. Ja, das haben die Nazis damals gemacht und so. Aber es ist so. Artgerecht heißt so, wie die Art, die Spezies entstanden ist. Der Sinn in einer Umwelt entstanden, so wie du beschrieben hast. Da haben wir gegessen, was da am Wegesrand stand. Also Wege gab es, wir sind durch die Prärie gelaufen. Alles, was essbar ist, haben wir reingesteckt. Das war absolut frisch und grün. Manchmal hat es auch noch sich bewegt und trotzdem hineingegangen, haben wir ein bisschen Protein gehabt. Da würde man halt sagen, mag ich nicht. Ne? Aber auf diese Weise haben wir uns ernährt und das hat den Körper zu dem gemacht, was er heute ist. Der ist ja nicht schon so entstanden, sondern über tausende von Jahren nach und nach über die Evolution geprägt worden. Und da war das eben die Nahrung. Und wenn wir heute die Nahrung so komplett anders, vielleicht gibt es ja Marsmenschen, die mit der DGE-Ernährung bestens gedeihen. Aber wir als Menschen auf diesem Planeten bitte nicht. Genau, genau. Also das ist auch ganz interessant, auch bei den tierischen Produkten zum Beispiel, haben wir früher, wie es ja auch die DGE erklärt hat, wenn wir dann tierische Produkte gegessen haben, ja nicht immer Bio gegessen, das ist Punkt 1, also auch das würde ich heute nie wieder tun, also alles, was wir essen, kommt von einem freilaufenden, gesunden Tier von irgendwie einer Farm oder einem, also einem Naturschutzgebiet und wir essen auch viel weniger tierische Produkte und es ist halt auch so, dass die DGE propagiert hat, man sollte das magere Muskelfleisch essen und auch da muss man wieder feststellen, wie du ja gerade sagtest, der Urmensch hat ja nicht nur das Muskelfleisch gegessen und den Rest weggeschmissen, sondern er hat das ganze Tier gegessen. Und das hat auch meine Mutter noch gemacht. Also bei uns wurde dann auf den unterschiedlichen Teilen der Tiere, die dann damals bei uns verarbeitet wurden, drauf rumgekloppt und zerkocht und sonst was. Und vieles konnte ich auch gar nicht identifizieren. Das machen wir auch. Also wir essen heute jetzt eine Beinscheibe oder eine Leber oder einen Hack deutlich eher als ein Muskelfleisch. Und wenn ich mir die Nährwerte von dem Muskelfleisch angucke, dann kann ich sagen, das kann ich auch gleich in die Tonne treten. Das ist eigentlich ein teures, aber nicht sehr wertiges Stück von dem Tier für uns Menschen. Hingegen, die zum Beispiel die Beinscheibe mit dem Knochen noch dran, halt die ganzen Mineralstoffe gebunden im Knochen, ja nicht sich natürlich in dem Kochprozess auch rauslösen, ob das jetzt ein Calcium ist oder auch wieder ein Magnesium oder Phosphate, ich ja dann wieder für meinen Körper zugänglich habe. Das ist in dem Muskel gar nicht drin. Also auch da ein Verständnis zu entwickeln, dass Fleisch nicht gleich Fleisch ist und die Teile, die eigentlich wir nicht essen sollen, die besseren Teile sind, war eine ganz große Erkenntnis für uns und hat natürlich unser Verhalten geändert. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch so Dinge wie die Wurst, die ist ja nicht entstanden, um die Leute zu betrügen oder irgendwas reinzutun, sondern die Wurst ist eine Technik, die entwickelt worden ist, um Dinge, die man primär nicht kauen konnte und die zu penetrant waren, oder das Blut zum Beispiel. Ja, man wusste, wie wertvoll die Blutbestandteile sind. Das ist Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß dran. Also hat man die Blutwurst erfunden und überlegt, wie können wir das Ding so schmackhaft machen, dass wir es als Nahrungsmittel nutzen können. Das ist heute im Grunde genommen, ist die Wurst, könnte das immer noch sein. Nur auch hier das Problem, was da reinkommt, hat mit dem, was früher da mal drin war, nichts zu tun. Da sind Fehlstoffe ohne Ende drin und es geht darum, ein Produkt zu schaffen, mit dem man eine möglichst hohe Marge im Verdienst hat, aber nicht etwas zu machen, wo wir von uns gut ernähren können. Genau. Also das ist zum Beispiel auch, wenn du sagst, das Blut. Ja, also mein Vater hat zum Beispiel immer Blutwurst gegessen früher. Ich fand das immer super ekelig. Wir haben das selber nie gemacht. Ich habe auch mit Blut nie irgendwie gearbeitet. Ich fand einfach die Idee, dass man irgendwie was aus Blut macht, kurios bis abstoßen. Ja, machen wir heute auch nicht. Aber ich weiß natürlich einfach, weil ich mich mit den Mikronährstoffen beschäftigt habe, dass in dem Blut der höchste Eisenwert drin ist. Also der Körper, wenn man das jetzt wieder aus der Physiologie des Menschen oder auch den Säugetieren betrachtet, dann ist Eisen was wir
wahnsinnig brauchen für den Sauerstofftransport, ja, damit praktisch alle unsere Zellen versorgt werden. Da muss rein in den Mund, am besten ohne Maske, und dann muss es transportiert werden können im Körper. Und die Bereiche, wo Eisen drin ist, ist die Leber, die Milz, ein bisschen Knochenmark, glaube ich, noch, und dann das Blut. Ja, das heißt, wenn ich also Eisen brauche als Mensch, muss ich ja irgendwie zu mir nehmen, muss ich ja irgendwie an Eisen rankommen. Es gibt es noch in Wurzelgemüse, aber ansonsten ist Eisen recht schwer aus der Nahrung rauszubekommen. Das heißt, ich muss mich schon so ein bisschen clever anstellen, damit ich das bekomme. Und auch da haben wir festgestellt bei unserem Sohn, wir haben ja dann zu Anfang, als er diese Zahnschmelzerkrankung diagnostiziert bekommen hat, diverse Werte messen lassen und auch sein Eisenwert war katastrophal schlecht. Ja, das hätten wir auch wissen können, wenn ich die Mangelerscheinungen hätte zuordnen können. Oder auch mein Kinderarzt, der hat das nämlich auch nicht gemerkt. Da gehört zum Beispiel dazu, dass eingerissene Mundwinkel oder auch mal Abgespanntheit oder Blässe generell auf einen Eisenmangel hindeuten. Ja, wir wissen aus der Studienlage, dass Eisenmangel eine extrem weit verbreitete Mangelerscheinung ist. Nicht überraschend, wenn man sich anguckt, wer isst denn heute noch Blut und Leber? Ja, keiner. Ja. Und die rote Beete ist auch nicht so oft auf dem Teller von Kindern oder sonst wem. Das heißt, also die Kausalität, dass wir eine Mangelerscheinung bei unserem Ernährungsverhalten in Bezug zum Beispiel auf Eisen haben, ist ja ganz logisch. Wenn man weiß, wo es drin ist, ist denn das eine. Ja, und wenn man dann auch noch die Mangelerscheinung kennt, dann sieht man dieses Bild sofort und dann muss man das einfach nur korrigieren. Das haben wir bei uns gemacht. Also wir sehen zu, dass zum Beispiel die Werte, die generell schwieriger zu bekommen sind aus der Nahrung, wir entweder supplementieren, das tun wir bei Vitamin D, oder halt bei Eisen sehr genau darauf achten. Also ich gebe unserem Sohn, weil ich weiß, dass der einfach eine schwerere Eisenresorption hat, 2-3 Mal im Jahr so, ich weiß nicht, 20, 30 Tropfen aus so einem Eisenpräparat. Das mische ich ihm dann mit rein. Und dann mit Vitamin C, damit es auch besser aufgenommen wird. Das sind aber alle Sachen, die weiß man heute nicht mehr, weil sie nicht erklärt werden. Und nur wenn ich mich als Individuum, und zwar jenseits der offiziellen Angaben, schlau mache, komme ich überhaupt auch nur in die Nähe von dem Wissen. Ja, also aus der großen professoralen Sicht muss man sagen, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung ist grottenschlecht. Ja? Sie wissen nicht, was sie brauchen und nicht als Vorwurf, als Dummheit des Einzelnen, sondern es fehlt an der Lehre. Wer bringt den Kindern was bei? Woher lernen wir, was wie ist? Was aus der Glotze rauskommt, hat nichts mit dem zu tun, was wir brauchen. Und von daher ist dieses Gesundheitswissen, was da war, wird immer dünner und immer dünner. Das Gleiche geht ja auch, wenn man im nächsten Schritt sieht, wenn dann doch zu einer Krankheit kommt. Sind wir jetzt mal bei der schönen Grippe. Früher, wenn ein Kind eine Erkältung bekam, dann hat die Mutter gesagt, was muss ich tun, was kann ich tun, mein armes Kind. Die Großmutter hat gesagt, mach dem einen Wadenwickel, die Temperatur geht schon wieder runter. Die Großmutter ist aber nicht mehr da. Wer hat denn heute schon eine Großmutter, die das noch weiß? Also schleppt die besorgte Mutter ihr Kind zum Kinderarzt. Der ist kritisch und sagt, wenn das Kind noch schlechter wird, dann wird man mir das zur Last legen und verschreibt ein Antibiotikum. Und dann ist die Schweinerei schon wieder perfekt. Das Antibiotikum macht die Darmflora kaputt und. Warum? Weil keine Gesundheitskompetenz da ist. Und das ist wieder ein großer Vorwurf. Unser gutes Gesundheitsministerium hat mit Gesundheit nichts zu tun. Da wird Krankheit verwaltet und organisiert. Aber Gesundheitskompetenz und die Leute zu bringen, null, nichts. Und da müssen wir ansetzen. Gott sei Dank können wir jetzt auch ansetzen in die Akademie. Deswegen bin ich dir auch sehr dankbar, wenn du deine Erfahrungen schilderst, denn grau ist alle Theorie. Wir brauchen praktikable Dinge, die man umsetzen kann. Wenn eine Sache nicht praktikabel ist, kann man sie den Hühnern geben, die fressen sie auch nicht. Ja. Also das stimmt auch mit der Gesundheitskompetenz, um da nochmal einzuhaken. Also es ist ja nicht nur so, dass es nicht unterrichtet wird, das wäre ja schon schlimm genug, sondern dass systematisch das Gegenteil von dem, was Gesundheit eigentlich ist, unterrichtet wird und auch subtil immer durch Werbung oder andere Kanäle eingegeben wird. Also der Kinderarzt zum Beispiel bei mir, und das macht auch die Apotheke mit Anzeigen praktisch in der Zeitung, erklärt zu Beginn der Saison, legen Sie sich doch schon mal in den Schrank rein, ein 3-Schnupfen-Mittel hier, also Nasensprays und irgendwie ein paar Zäpfchen für, falls das Kind ein Fieber bekommt und ich weiß nicht, ein paar Kopfschmerztabletten und sonst was. Ja? Und auch bei den Apotheken sind dann ganzseitige Anzeigen in der Zeitung, da steht dann drauf, gesund durch den Winter und dann kommt von Gripostat bis sowieso alles, was die Apotheke zu bieten hat. Ja, was ja totaler Quatsch ist. Also es wird eine Verknüpfung hergestellt, dass Gesundheit
nur etabliert wird, wenn ich Medikamente in meinen Körper reinkippe. Also das ist sowas von perfide, aber das hat sich so tief reingesetzt bei den meisten Leuten, dass Gesundheit, also Gesundheit ist Vorsorge, die muss ich beim Arzt machen, und Medikamente. Dann bin ich gesund, wenn ich diese zwei Sachen mache. Nicht meine Nahrung oder meine Giftstoffe aus dem Haus raus oder Bewegung. Das kriegen die meisten Leute irgendwie noch so halbwegs hin, dass das zumindest intellektuell Bewegung irgendwie relevant ist, aber da hört es dann auf. Und aufgrund von diesem nicht existenten Wissen ist das mit dieser Corona-Krise jetzt auch so einfach gewesen, reinzugrätschen. Weil wenn man sich so diese Aha-Regeln anguckt, alleine, ja, Abstand, Hygiene und was war das, Maske, das ist ja Katastrophe, das hat ja mit Gesundheit gar nichts zu tun. Aber die Leute glauben, jetzt ist, also Angst, Abstand und eine reduzierte Sauerstoffzufuhr mit ein bisschen CO2-Rückatmung hat irgendwas mit Gesundheit zu tun. Und das ist ja wirklich auch bei uns im Umfeld weit verbreitet im Grundglauben, dass wir dann gesund werden, also alle zusammen irgendwie. Also eine Kulmination dessen, was in den letzten Jahren auf uns zugerollt ist, nämlich, dass die Hygiene aus Desinfektion besteht. Und das ist eine absolute Irreführung, im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir wissen jetzt seit etwa gut 10 Jahren, dass der Mensch zu einem großen Teil aus Bakterien besteht, Bakterien und Viren besteht. In unserem Darm sind 2,5 Kilo davon. Und nicht nur, dass wir das tolerieren, was wir früher gedacht haben, sondern wir brauchen diese Tierchen, damit der Darm funktioniert. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, aus der Nahrung das rauszuholen, was wir brauchen. Nicht, weil wir nicht können, sondern weil es auch wieder evolutionär so passiert ist. Denn Bakterien und Viren waren diejenigen, die zuerst auf dieser Erde waren. Das heißt, alles Leben, ob Pflanzenleben oder Tierleben, ist mit den Bakterien entstanden und kann ohne Bakterien und Viren nicht leben. Und jetzt gehen wir Idioten hin und glauben, wir müssen die alle umbringen und könnten die alle umbringen, damit es uns besser geht. Es wird uns schlechter gehen und immer schlechter gehen. Also wer Bakterien und Viren den Krieg heute erklärt, das ist ein Ignorant. Ja, denn er hat nicht mitbekommen, was die neueste Forschung uns sagt. Und jetzt sind wir beim nächsten Thema, nämlich wie gehst du in deinem Haushalt mit den vielen, vielen Desinfektionsmitteln, mit den vielen Giftstoffen um, die jeder normalerweise in der Küche unter seinem Gulli stehen hat? Also wir haben gelernt, unsere Bakterien zu lieben. Allesamt, auch unsere Haut und unserem Darm oder auch sonst wo. Also wir haben alles, was an konventionellen Putzmitteln ist, und das war der nächste Schritt, bei uns verbannt aus dem Haushalt. Ich habe da auch sehr klassisch geputzt. Da habe ich mich dann auch mit also effektiven Mikroorganismen etwas näher auseinandergesetzt und halt auch einfach generell, wie viele Bakterien sind denn eigentlich sinnvoll im Haus? Und da stellt man fest, genau das, was du gerade sagst. Wir Menschen sind ja ein Ökosystem. Wir brauchen unsere Bakterien nicht nur im Darm, sondern auch auf der Hautoberfläche. Entsprechend will ich auch nicht irgendwie mein System kaputt machen, und entsprechend muss auch nicht bei uns zu Hause alles keimfrei und tot sein. Und wir haben eigentlich alles, was wir an Putzmitteln zu Hause noch nutzen, besteht aus ein bisschen Zitronensäure, Natron, Essig, Eierschalen nehme ich als Scheuermittel irgendwie für Töpfe und Asche. Das sind unsere 5 Sachen, die ich im Haushalt habe. Mit Asche waschen wir unsere Wäsche mittlerweile. Das hatte mir eine Kubanerin mal erklärt, wie die das da in Kuba gemacht haben. Und die hatten die Produkte alle nicht. Und ich habe gedacht, das klingt ja total kurios. Habe das ausprobiert. Funktioniert grandios. Wir haben einen Kachelofen. Damit ist im Prinzip unser Waschmittel das ganze Jahr im Winter hergestellt für das nächste Jahr. Willst du behaupten, du füllst die dreckige Asche in deine Waschmaschine ein und die Wäsche kommt weiß raus? Fast. Ich fülle die Asche, einen großen Esslöffel in ein Glas, so ein 750 Milliliter Glas mit Wasser rein und schüttel das, lass das 20 Minuten stehen, dann lösen sich die Phosphate aus der Asche raus, die ja in der Asche natürlich drin sind. Und die Phosphate sind, wer halt schon mal auf eine Verpackung von einem Waschmittel gesehen hat, geguckt hat, das, was im Prinzip den Dreck rauslöst. Und dieses Wasser, das dann auch recht klar ist, das kippe ich einfach in das Fach rein, wo man sonst das Pulver reintut. Und das funktioniert super. Und den Rest Asche, den kippe ich dann halt bei uns in den Gulli. Hat natürlich auch ökologisch keinerlei Nebenwirkungen für Abwasser und sonst was Belastung. Also es ist auch im Prinzip wieder ein guter Beitrag für Umweltschutz, den wir damit machen. Also weil wir einfach die Chemikalienbelastung, die wir selber aus unserem Haushalt abfließen lassen, auch nicht haben. Also wir haben bei uns die Chemikalien im Haushalt nicht mehr und auch kein Abfluss mehr in andere Bereiche. Ist natürlich für unseren Körper auch so. Wir haben auch keine Chemikalien mehr, die wir in uns reinkippen. Also Medikamente gibt es bei uns gar nicht mehr. Wir haben seit 4,5 Jahren, jetzt seit der Umstellung, also fast 4 Jahren,
keinen Arzt mehr gesehen. Wir haben eine Zahnuntersuchung gehabt, nochmal für unsere Kinder. Die sind super, die Zähne, also trotz der katastrophalen Prognose zu Anfang. Und ansonsten haben wir Ärzte aus unserem Umfeld, tut mir leid für die Berufsgruppe, aber wir haben sie verbannt. Ich gehe da auch nicht mehr hin, weil ich für Ärzte mittlerweile richtig Angst habe, weil sie mir immer ein Verkaufsgespräch anjubeln und immer irgendwie was versuchen unterzudrehen, was ich gar nicht haben will. Ja. Und wir, also auch da nochmal sagt das wie auch gerade, also wir nutzen im Prinzip das ganze Spektrum an alten Haushaltsmitteln, also auch wieder nicht nur für den Haushalt selbst, sondern auch für die Gesundheitsbehandlung, wenn wir irgendwie was haben. Also da gibt es, wie gesagt, die Wadenwickel, das Überwärmungsbad. Ich mache so Inhalationscremes, wenn die Kinder irgendwie mal eine Erkältung haben, was sie selten haben, aus ätherischen Ölen und so ein bisschen Kokosöl. Die Zahnpasta habe ich am Anfang selbst hergestellt. Die schmeckte so fürchterlich, dass sie dann immer weiter weggelassen wurde, mit dem Resultat, dass wir jetzt ohne Zahnpasta putzen, auch schon seit 3 Jahren. Und man siehe, auch das funktioniert einwandfrei, wenn der Körper im Lot ist. Ja, der Speichel macht im Prinzip die Remineralisierung im Mund super. Das heißt, wir brauchen keine Zahnpasta. Das ist auch so eine ganz kuriose Feststellung für uns gewesen, dass dem Körper das sehr gut geht, ohne irgendwie Kolgate im Mund zu haben. Da kann man auch noch mal eine alte Story erzählen, aus 100 Jahre fast alt. Da haben sich in Amerika die Zahnärzte schon gestritten, muss man die Zähne putzen oder kann man die Zähne ernähren, brauchen die eine Ernährung? Und wir wissen heute, der Zahn wird von innen her ernährt, aber von außen eben auch mit dem Speichel und den Bakterien und Viren, die im Mund leben, der Mundflora. Und der Präsident der amerikanischen Zahnärzte, Weston Price, armer Mann, hat eine Weltreise gemacht und ist zu den Eingeborenen gefahren. Es waren 12 Stämme, die er besuchen konnte, und hat dann geguckt, wie sehen die Zähne aus, wie viel Karies haben die. Und dann hat er festgestellt, solange diese eingeborenen Stämme ihre ursprüngliche Nahrung gegessen haben, und da waren Leute dabei, wie wieder Tutsi, die überwiegend Fleisch gefuttert haben und Blut gesoffen haben, und andere, die eben Körner gegessen haben, wie in der Schweiz, und ihren Käse gegessen haben, und die Eskimos, die ihren Fisch gegessen haben. Alle hatten Top-Zähne ohne Karies, solange sie keinen amerikanischen Dosenfraß gegessen haben. Das war das eine. Das zweite, was aber noch rauskam, war, dass er die Zähne von bei diesen Eingeborenen abschaben musste, weil die voller Belege waren. Denn da hat doch keiner Zähne geputzt. Mechanik gab es da nichts. Ja? Und unter diesen kritischen Belegen war keine Karies. Ja? Das heißt also, ein gesundes System, und damit sind wir wieder bei dem von dir angesprochenen System, das Ökosystem Mensch, funktioniert in sich perfekt. Und dann muss ich da nicht für, weiß wie viel, hunderte von Euro im Jahr, muss ich mir da mit Zahncreme das entsprechend bezahlen. Das Gleiche gilt für die Haut. Wenn man regelmäßig mit irgendwelchen Duschgelen die Haut verändert, dann bringt man die dort vorhandene Flora auf der Haut um, die Keime auf der Haut um, und das bekommt der Haut gar nicht gut. Dann kriegt man trockene Haut, man kriegt Pickel und man weiß was allem, nur wenn man die Haut falsch behandelt. Auch die Feststellung haben wir auch gemacht. Also unsere Kinder haben überhaupt gar kein Shampoo oder sonst was mehr an sich. Die spüle ich nur noch ab mit Wasser. Wir haben einen Schwimmteich draußen im Garten, da schwimmen die dann im Sommer durch und die sind tipptopp. Die haben eine schöne Haut, gesunde Haare. Die riechen auch nicht komisch. Also das ist das, was man ja dann immer so unterstellt, dass die Leute dann irgendwie merkwürdig riechen. Ich selbst bin, ich würde sagen, zu 80% da. Ich nehme noch eine Haarseife. Das ist jetzt das, was bei mir noch übrig geblieben ist. Aber ansonsten habe ich oder haben wir da auch nichts mehr. Und man stellt auch da fest, weniger ist doch deutlich mehr. Und wir sind aus einem eher mehr Haushalt gekommen und mussten uns da wirklich langsam rantasten. Und deswegen, also ich mache da jetzt auch kein Geheimnis draus, dass wir halt, wie gesagt, so nicht mit dieser Weisheit auf die Welt gekommen sind oder vielleicht ich sie in meiner Kindheit noch bekommen habe, aber dann wirklich verdrängt habe. Aber auch einfach als Beispiel gebe ich das ja auch selber offen zu. Man kann auch, wenn man den Irrweg lange gegangen ist, wieder zurückfinden auf den Weg, den wir alle gehen sollten. Und das ist mühsam. Ja, ich mache das, auch das würde ich jetzt nicht verheimlichen oder beschönigen. Also es war für uns wirklich ein harter Weg, diese unterschiedlichen Bereiche uns intellektuell zu erarbeiten und dann auch praktisch umzusetzen. Also sowohl von den Fertigkeiten her, also wie mache ich so ein Fensterputzmittel aus Essig? Ja, man muss sich das ja alles anlesen und immer gucken, wie kriege ich denn das zusammengewürfelt und wie haltbar sind denn eigentlich die Sachen und brauche ich das wirklich, ja oder nein? Und den Dialog auch mit den Kindern und auch mit dem Ehemann zu führen, ist gar nicht immer so einfach. Immer, wer will denn eigentlich jetzt hier was? Und die Akzeptanz, aber es lohnt sich.
Also ich denke, das werden wir als kleinen Bonus noch an dieses Video dranhängen, dass du uns etwas zusammenstellst aus deinem Buch, damit nicht jeder das dicke Buch lesen muss, obwohl es sich lohnt, weil da Dinge zusammengetragen sind, da stehen dann die Haare zu Berge. Man glaubt es nicht, aber die Ulrike hat das alles recherchiert, alles mit Quellen belegt. Also da kann keiner dran rütteln und sagen, das ist Voodoo und stimmt, sondern es stimmt. Aber der Extrakt jetzt in Bezug auf die Umstellung von dem persönlichen Haushalt, den wolltest du uns, glaube ich, zur Verfügung stellen. Und den hängen wir dann an das Video dran. Den kann man als PDF dann runterladen bei uns, damit es eben nicht jeder noch einmal machen muss. Das Motto der Akademie und der Stiftung lautet, Wissen und Liebe vermehren sich, wenn man sie teilt. Absolut. Und ich, da kann ich auch eins sagen, das habe ich tatsächlich schon geteilt. Ich habe nämlich, weil immer die Frage kam, was genau habt ihr denn eigentlich gemacht, habe ich das letzte Kapitel in meinem Buch genau so einmal durchdekliniert. Was kochen wir? Was putzen wir? Welche Kräuter haben wir im Garten? Wie ist die Kostenbelastung für uns? Wie ist das auch im Umfeld gewesen? Und das ist nämlich doch tatsächlich der Punkt, der am allerschwierigsten ist, weil das Umfeld sich ja nicht mit einem synchron verändert und das wird auch nicht leichter unter diesen ganzen Corona-Maßnahmen. Und wie ist der Gesundheitsstatus unserer Kinder? Und dieses Kapitel habe ich auch öffentlich zur Verfügung für jeden zum Runterladen und Lesen auf der Webseite drauf. Ich kann es dir nochmal schicken, aber auch da kann man das sonst immer nachgucken und natürlich auch weiterverteilen. Also mir liegt auch wirklich daran, dass andere im Umfeld einfach mal wieder ein bisschen das Richtige machen, weil sonst habe ich gesunde Kinder, die dann mit lauter Kranken aufwachsen und zu Erwachsenen sich entwickeln und sich dann im Zweifelsfall auch selbst nicht mehr mit jemand anders zusammentun können, weil einfach die Auswahl so gering wird. Also deswegen glaube ich, ist das auch für alle ein wichtiger oder ein Appell an alle, sich für die Gesundheitsbildung nicht nur im eigenen Haushalt einzusetzen, sondern einfach auch für das Umfeld, so wie ihr das macht, damit wir alle gemeinsam wieder irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Nicht nur irgendwie kleine Inselchen, wo dann so ein paar gesunde Menschen rumhoppeln und alle anderen drumherum dahin vegetieren, weil das bringt uns als Gesellschaft ja nicht wirklich voran. Also das kann ich nur noch mal unterstützen. Vielen Dank für diesen Appell. Wir brauchen eine neue Gesundheitskultur. Der Einzelne arbeitet sich tot, gegen den Mainstream anzuschwimmen. Wenn wir eine neue Kultur oder eine alte Kultur wiederbeleben, die wir schon mal hatten, wenn wir die pflegen, dann tut es der Einzelne extrem viel leichter, die Dinge umzusetzen. Und wir haben dennoch eine wesentlich höhere Gesundheitsquote, als wir sie heute haben. Ja. Ulrike, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und bis bald mal wieder. Ja.